vorher. Oh, schön, ich nehme das alles ohne Mikro auf. Ja, nee, das ist normal. Die tote Katze ist vollkommen normal. Hallo in mein Wien-Log. Alles gut? Ja, Mann. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Wien-Log. Ich wollte eigentlich gestern schon ein bisschen was filmen, aber außer der Landung vom Flug habe ich nicht wirklich die Kamera ausgepackt. Das läuft gut. Habe ich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ansonsten war ich gestern bei meinem Coachie und habe ein bisschen Techniktraining absolviert. Ein bisschen die Bank gefixt, ein bisschen das Heben gefixt. Bank ziemlich grundlegend geändert, was ich aber jetzt vom Wettkampf nicht mehr annehmen werde, sondern das erst nach der Hessenmeisterschaft ändern und umsetzen werde. Habe ein Interview mit Panthea gedreht und dem Thema PCO-Syndrom. Das könnt ihr auch hier auf dem Kanal noch sehen. Ich denke aber, das kommt nach diesem Log. Und ansonsten geht's für uns gleich ins Intelligent Strengths und es wird schwer gehoben, es wird ein wenig gebencht. Ja, und ansonsten machen wir heute Abend noch ein bisschen Touri-Quatsch, gehen so auf ein Teil namens Riesenrad, auf dem ich noch nie war. Und ansonsten machen wir hier in Wien gar nicht so viel außer trainieren. So ein Otto-Normalverbraucher wird das niemals verstehen, wie man in Urlaub fliegen kann, nur um zu trainieren, aber ja, es gibt Wo Leute, die tun das. Wo fahrt ihr in Urlaub hin? Ja, nach Wien. Und was macht ihr da? Trainieren. Und was noch? Ja, nix. Vielleicht mal gucken, ob wir irgendwas angucken, aber ansonsten halt nur trainieren. Ja, wir sind eigentlich früher als gedacht, aber doch zu spät, um pünktlich zu sein. Deswegen gehen wir jetzt mal los. Das war schön. So richtig mit T-Shirts. In dem Koffer kommt er. Vielleicht wurden wir rausgeschmissen. Würden die auch aus eurer Wohnung rausgeschmissen oder wieso kommst du mit dem Koffer an? Alter, als hätten wir uns verabredet genau um die Uhrzeit, gell? Hey. Alles gut. Wie geht's euch? Hi. Hallo. Marc, sieht ganz schön dünn aus. Ich bin auch übel. Da hinten ballert auf jeden Fall ein bisschen. Und dann. Und dann schau. Jetzt 50er? Nein! Wir sind gerade wieder zurück im Airbnb. Waren, ich glaube, knapp 4 Stunden im Das Gym. Ist ein brutal geiles Studio. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so ein krasses Studio gesehen. Auch krass auf Weightlifting ausgerichtet, krass auf Strongman ausgerichtet, krass auf Powerlifting, Bodybuilding ausgerichtet. Nebendran gibt es sogar noch eine eigene Küche, das heißt das Anabol. Und ja, es war auf jeden Fall mega geil. Wir haben dann anschließend auch dort gegessen. Auch super empfehlenswert, sollte man auch mitnehmen. Das sind so Bowls.
Jetzt wollen wir eigentlich anschließend noch in die Stadt. Ich hoffe, das Wetter hält sich einigermaßen. Es fängt an zu regnen. Ich habe quasi gar kein Zeug eingepackt für, wenn es regnet oder für, wenn es kühler wird. Aber ich führe jetzt das zweite Interview. Wir sind gerade wieder U-Bahn gefahren. Ich habe heute Morgen verzweifelt versucht, mich 3 Jahre zu schminken und es sieht trotzdem aus wie Scheiße. Jetzt sind meine Augen knatschrot. Danach machen wir Sightseeing-Mist, irgendwelche Schlösser besuchen und sowas. Viel fressen, weil der Herr hat morgen Großes vor. Mhm. Was willst du morgen machen? Ein Deadlift M-Rap. Was hast du dir vorgenommen? Mit 300 Kilo. Und dann schauen wir mal. Mashallah, wenn du ihn siehst, sag einfach der Starke. Also, Video ist durch und wir gehen jetzt zum Schloss Schönbrunn, wenn der Herr da mal hinterherkommt. Schönbrunn, wurde uns empfohlen, soll ganz schön sein und ich bin eigentlich nicht so der Sightseeing-Mensch. Ich bin eigentlich davon gar nicht so ein Freund. Magst du das gerne? Was? So in so eine Stadt gehen und so Kirschen und Schlösser. Kirschen essen mag ich. Ja, ja. So Kirschen und Schlösser. Kirschen essen ist immer so. Schlösser, ja. Findest du es cool, sowas anzugucken? Nicht 5 Stunden. Würdest du dafür so ein Ticket kaufen, um so eine Tour zu machen? Ja, weniger. Depends on the... Hier ist so das alte Sofa, hier ist so die alte Küche. Aufs alte Sofa würde ich mir erstmal draufsetzen. Ich finde sowas, ich mag sowas nicht. Bin mir nicht sicher, Frido? Frido? Was er dort tue. Das ist riesig. Ja, schade. Willst du sein Handy wieder nehmen? Ja, ich hatte eigentlich gesagt, du sollst Navigation anmachen, aber hey, Bruder, macht ja nichts, ne? Nee, ist ja okay. Nee, ist ja in Ordnung. Macht ja nichts. Nee, hier. Geh weiter. Kümmer dich um meine Sachen. Macht ja nichts. Erstmal Neifresse, ne? Mhm. Ja, das schmeckt. Ja, ich hätte mir auch denken können, dass das Schloss da vorne ist, aber trotzdem. Da vorne ist Anweisung? Ich habe navigiert. Ausführen. Ich habe navigiert. Ja, nee. Schnauzzeit. Jetzt Schnauzzeit. Geh weiter. Aber es ist wenig los. Das ist doch ganz nice. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich auch jeden Moment regnen. Mhm. Hä, guck mal! Nein. Völlig ausgeschlossen. Merkt ihr, ich werd noch richtige Vloggerin oder Vloggerin oder whatever. Ich fange an, in der Öffentlichkeit in Kameras reinzusprechen. Auch wenn Menschen mich dafür judgend angucken. I don't give a fuck. Geht's dir gut? Ja, geht's dir. Weißt du was? Ja. Ich will ein Bild machen und zwar, weißt du wo? Auf dem Adler. Zu 100%, Bruder. Gehen wir's hin? Geil. Safe. Und ich muss ja hinterher klettern, um auf gleicher Höhe zu sein. Geht es? Geil. Bam.
bin leider auch die schlechteste Influencerin ever, weil ich hätte natürlich 10 verschiedene Outfits mitbringen müssen, weil hier eine kranke Location ist und dass ich bei 10 verschiedenen Outfits dann auch 300 verschiedene Bilder machen kann. Aber jetzt stehe ich hier nur rum wie so ein Spasti und die Leute schauen mich an, weil ich hier in eine Kamera reinspreche. Ich bin komplett in schwarz gekleidet, ich habe nichts Besonderes an. Doch, ich trage eine Jeans, ich trage normalerweise nie Jeans. Und kann gefühlt keine Bilder machen, weil die Sonne des Jahrtausends mir die Augäpfel aus dem Kopf brutzelt, wenn ich auch nur im Ansatz in Richtung Kamera gucke. Und zum anderen bin ich ja heute geschminkt wie Abfall. Und zum dritten habe ich nicht wie andere Influencer es normalerweise machen oder wie es sich für das Berufsbild des Influencers gehört, 30 verschiedene Outfits dabei. Also es sind sehr viele Fehlerquellen, an denen ich arbeiten muss, an denen ich, wow, arbeiten werde. Und ich gelobe Besserung, Schwanz. Ich gelobe Besserung, Schwanz. Was machst du? Trotzdem scheiße. Ich glaube, ich will da ein Bild machen. Ja, doch, auch. Alles mitnehmen, was geht. Alles, Leute. Und ich gehe am liebsten dahin, wo kein Schwein ist. Weil dann ist es nicht ganz so unangenehm. Ansonsten ist es nämlich todesunangenehm. Willst du ein Eiweiß hier? Nö, ich will lieber gleich einen Döni. Voll krass, wir sind immer morgen hier. Was? Nur noch morgen. Ja, ich habe ja gesagt, das ist ganz kurz. Das schmeckt. Das schmeckt richtig gut. Meine nicht so, Ja. Weißt du warum? Weil billig, oder? Nee. Wer will's tun? Willst du da oben jetzt nochmal zum Adler hin? Ja, eigentlich Adler schon. Kleine Adlerzeit machen. Saui. Dieses Martinshorn hier macht mich sehr saui. Ich verstehe das nicht. Es klingt, als hätte das Martinshorn Schnupfen. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das hier? Ja, was ist das? Ist das Flugzeug-Landeplatz oder was? Start- und Landebahn. Wieso sind wir hier nicht gelandet? Oh, ich glaube, Panthea meinte, da oben sollen wir hin. Mhm. Hallo. Du sagst freiwillig, dass wir da hochgehen sollen. Jetzt machen die dicken Powerlifter Cardio, für eine gute Aussicht zu haben. Und da soll es hochgehen. Friedrich hängt schon hinterher. Aber wollte die Abkürzung gehen, die viel steiler ist. Aber hängt jetzt schon hinterher. Das läuft. Kleines Wässerchen. Ich bin jetzt hier oben und der Herr steht einfach immer noch dort unten und fotografiert irgendwelche Enten. Hm.
Treppen steppen. Ja. Yes, und jetzt sind wir oben angekommen. Ausblick ist übertrieben gut, aber ich glaube, wir dürfen gleich schon wieder runtergehen, als mega anfängt zu stürmen, regnen, gewittern. Ist ein Model und er sieht gut aus. Das ist nicht der richtige Text. Doch. Nee. Doch. Und wie vorhergesagt, jetzt regnet es. Ein wenig. Geile Scheiße. Wir sind hier oben auf dem Berg im Nirgendwo und dürfen den ganzen Scheiß noch runtergehen. Und es donnert. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Angst hier, aber ich mag Gewitter. Nur wenn ich in einer sicheren Wohnung bin. Pussy halt, ne? Also, Fazit zum Schloss. Sehr sehenswert, oder? Auf jeden Fall. Also Schloss Schönbrunn, sehr sehenswert. Man muss halt bei relativ vielen Ecken müsste man Eintritt bezahlen, wenn man da weiter will. Aber wenn man jetzt nur das Schloss von außen sehen will und diesen Aussichtspunkt, wo man auch nochmal von oben aufs Schloss runterschauen kann, dann muss man nichts zahlen. Wenn man jetzt allerdings oben auf das Gebäude nochmal drauf möchte, das kostet, glaube ich, 4,50 Euro. Und das war es uns jetzt auch in Anbetracht dessen, dass es halt angefangen hat zu regnen, jetzt ist wieder schönes Wetter, aber war es uns das jetzt auch nicht wert, 9 Euro zu bezahlen, nur um einmal da hoch zu gehen und nochmal von 3 Meter höher zu sehen, ah, okay, da ist ein Schloss. Deswegen viel gesehen, viele Bilder gemacht, kein Geld ausgegeben. Bombe. Es wird jetzt alles in Döni investiert. Right? Döni. Wow. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum empfohlenen Dönermann, Berlin-Döner. Ist schon wieder eine sehr dubiose Gegend hier, finde ich. Geht? Hier geht. Ich finde es dubios. Ja, wir werden euch berichten, wie gut dieser Döner ist. Fred ist sehr kritisch, was das angeht. Aber er muss günstig sein, ne? Ja, ist nicht günstig, aber nicht so wie bei euch in Wiesbaden. Für viel Geld gar nichts. Das sind einfach ganz normale Preise. Nein. Ganz normale Döni-Preise. Lügenzeit. Fred rastet deswegen jedes Mal total aus. Eine Lügenzeit. Also ich kenne es nicht anders. Ich kenne nur Dönis in Normalgröße, die 5 Euro kosten. Mini-Dönis, die sehr viel Geld kosten, meinst du? Nee. Sie. Nee. Ein XL-Döner darf 5 Euro kosten. Ja. Ess ich nicht. Doch, so ist es doch. Wenn du nicht mehr so dünn bist. Alles klar. Powerlifting-Ente wirst. Alles klar. Okay, wir sind schon mal im 7. Bezirk. Das sagt mir hier alles gar nichts. Da müsst ihr hin. Da ist der Döni-Tour. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh ja, ich sehe ihn. Das ist so schön. Gut, hier blieben, ne? Ich sehe ihn. Er ist sehr klein. Dein Fazit zum Döner? Ja, mein Fazit zum Berliner Döner. Also ich muss sagen, der Döner war, also mein Döner, normaler Döner, nee, XL-Döner oder Mega-Döner, war okay. War aber eher Standard, also. War jetzt nichts Besonderes. Größe war wie bei uns ein normaler Döner.
Und ja, dann war es schon. Was sagst du dazu, Eva? Ja, also für mich war es Unterdurchschnitt. Also nicht, es klingt so assi, unterdurchschnittlich, aber es war Unterdurchschnitt. Die Spezialsoße, die uns verkauft haben, bin ich der festen Überzeugung, dass es einfach nur Mayo und Ketchup war. Und Senf. Und Mayo, also ich habe Mayo, ich habe primär Ketchup, Senf und ein bisschen Mayo rausgeschmeckt. Es geht halt nichts über einen guten Istanbul-Döner aus Wiesbaden. Ah, doch, da geht einiges drüber. Da geht einiges drüber. Nee. Ein richtig guter Döner. Ja, Istanbul. Nee, darüber dann noch einen richtig guten Döner. Also wenn ihr mal einen guten Lamadschuh, einen perfekten Lamadschuh essen wollt. Dann geht ihr zum Lava-Grill. Ja, perfekt nicht. Aber wenn ihr einen guten essen wollt, dann geht ihr zum Lava-Grill in der Pontstraße in Aachen. Aber Lamadschuh ist schon besser bei uns. Jeder will nur Döner essen. Lamadschuh interessiert. Lamadschuh. Also ich fand, weiß nicht, so. Preis war okay, war sehr frisch. Aber für mich war es maximal eine 4 von 10. Für dich? Ich würde sagen, schon eine 5 oder eine 6. Eine 5,5, sagen wir mal. War jetzt nicht schlecht, wirklich nicht, aber also mein Döner war jetzt halt auch wirklich nicht außergewöhnlich. Ausführliches Fazit. Doch, ich gebe ihm eine 6, weil das selbstgemachtes Brot war. Das Brot war echt gut. Da muss ich sagen, doch, das Brot war gut. Doch, sage ich eine 6. 6 und 4. Ja, wir machen jetzt richtige Touri-Tour und gehen hier neben den Prater. Scheint so ein Jahrmarkt zu sein. Was musst du da hier vor? Triton. Ja. Ich bearbeite Bilder für die Instagram-Fakeness. Ja? Ja. Ich hab so ein Doppelkinn, das ich gerade versuche wegzubekommen. Tap, 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 tap. Gar kein Doppelkinn. Topfen heißt das, Eva. Topfen. Bäm, andere Mensch. Ich hasse Läden mit solchen Wortspielen. Was ist das? Ich hasse es. Eismeer. Mehr. Ja, das ist kacke. Sowas gehört sich nicht. Das mag die Eva nicht. Genauso wie sowas haarscharf oder sowas. Boah, Junge, das geht gar nicht. Da kotze ich richtig ab. Ja? Ja. Oh, wir wollen ins Eismeer. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum Prater nochmal, da waren wir ja schon mal, aber wir wollen vorm Training heute noch ein Eis essen. Eismeer. Wir gehen jetzt das letzte Mal trainieren, weil wir morgen früh um 10 schon wieder heimfliegen. Heute nochmal in das Gym, bei mir ist nichts Krasses oder so geplant, weil ich am Montag bestimmt wieder schwere Singles beugen muss. Also mache ich heute nur pausierte Beugen und irgendwelche, ja, Dreier auf der Bank und heute Abend dann Sushi essen und dann war es das schon wieder mit Lean. Also 4 Tage ist echt doch ein bisschen kurz.
Ja, Training ist jetzt rum. Ich bin heute sehr unzufrieden, weil bei der Beuge lief eigentlich ganz gut, aber meine Arme sind halt wieder komplett zugegangen. Ja, bei der Bank habe ich es dann richtig krass gemerkt, dass die Arme halt gar nichts mehr gemacht haben, sodass ich im untersten Punkt halt nicht mehr korrekt, nicht mehr gut halten konnte. Und ja, demnach auch das Ziel von 93,5x3 nicht geschafft habe. Und bei den Backoffs danach mit 90x3 ja, halt auch die letzte Rap nicht geschafft habe. Und ja, in Anbetracht dessen, dass ich in einem Monat Wettkampf habe, nervt mich das ziemlich krass, weil klar, das ist jetzt eine Momentaufnahme und das ist auch nur so ein Momenttraining, aber das hat mich halt heute schon ziemlich runtergezogen und ich hasse es dann auch, wenn Leute sagen so, ja, ist doch alles in Ordnung, mach doch nichts, war doch trotzdem gut und so, weil das bringt mir meine Leistung nicht. So, ich mag es lieber, wenn jemand mir dann halt straight sagt, ja, das ist halt heute eine scheiß Leistung, das läuft halt heute einfach kacke. Und nicht dieses Geschönte, weil das bringt mir halt in dem Moment nichts, weil ich halt selber weiß, dass das kacke ist. Ja, mal sehen, wie das Training morgen läuft, nach Rückflug und nach Autofahrt und sonstigem. Und dann einfach mal abwarten. Ja, also wir gehen jetzt nach dem Training noch Sushi essen. Mein Training lief für heute nicht so gut. Deins ist Bombe. Nee, auch nicht so mega gut, aber Eva spielt ihres immer ein bisschen zu herunter und ich spiele meins vielleicht ein bisschen zu hoch. Nein. Doch. Eigentlich will ich gar nichts essen, aber eher so ein bisschen aus Frusti. Ja, auf jeden Fall, wir warten jetzt noch auf Marc und Viola. Mit denen sind wir direkt, indirekt zusammen oder zeitgleich in Wien. Und dann hat Friedrich gesagt, er wird das Doppelte von mir essen. Also muss ich eigentlich reinfressen. Ja. Und ich bin gespannt, wie der Shit schmeckt. Und dann ist das schon unser letzter Abend hier. Schade, ne? Hey, das kommt alles zusammen. Das ist meine. Das sind meine. Oder hast du die auch? Eva, wann lädst du die Videos hoch? Keine Ahnung. Ich musste Sonntag direkt arbeiten. Wieder. Kann nicht von mir sein. Das hat niemand von uns bestellt. Wir verlassen Wien genau zum richtigen Zeitpunkt. Schüttet wie Sau. I'm so sorry. Boah, ja, das ist ein Puste.